So, hier sind wir wieder. Weiter geht's. Wieder mit dem wunderschönen Thema eure YouTube-Kommentare oder YouTube-Kommentare allgemein. Wir haben, wie gesagt, bunt gemischt mal was rausgesucht. Nicht nur, sag ich mal, Lob rausgesucht, sondern auch uns die Kritik. Nicht nur Lob, ist nett ausgedrückt. Ihr habt das in meinem letzten Video schon gesehen. Und uns auch die Kritik zu Herzen genommen, glaube ich, ne? Auf jeden Fall. Ich muss sagen, ich war danach erstmal eine halbe Stunde auf Toilette beim letzten Mal. Ja, machen wir einfach mal lustig weiter. Weiter geht's, genau. Michael Sturm. Geh zum Doktor und lass dir die Polypen wegmachen. Das habe ich auch noch gelesen. Ich wollte erst noch darauf antworten. Lieber Michael, das sind nicht die Polypen, da ist alles in Ordnung. Das ist wirklich mein Asthma. Also das hat nichts mit den Polypen oder sonst was zu tun. Lieber Michael. Aber danke für den Tipp, der ist sehr nett geäußert. Finde ich immer wieder gut. Aber das ist ja noch keine Beleidigung oder so. Das ist ja nee, das nicht. Aber ich wüsste gerne mal, ob der dir auf einer Messe gegenüberstehen würde. Ich bin der Michael, lass dir mal die Polypen wegmachen. Also solche Menschen kenne ich eigentlich nur von YouTube. Ja, das stimmt. In Realität müsste man das mal nachmachen. Ja. Das wird es nicht geben. Ja. Yannick Raab fragt, berechtigterweise, wieso räumt eigentlich nur Mascha die ganze Zeit die Gewichte ab? Kannst du uns mal ein bisschen zu deiner Einstellung zu Frauen erzählen? Ich meine, sie dehnt dich, sie räumt dir die Gewichte weg. Was genau steckt dahinter? Das ist ein Schwer mit 130 Kilo. Ja eben, ne? Was willst du machen? Ne? Außerdem ernährst du sie ja wahrscheinlich auch. Ich ernähre sie auch, genau. Nein, das mit den Gewichten, das war gar nicht so geplant eigentlich. Ja, ich war immer am Reden, sie hat ja nicht so viel gequatscht und dann hat sich halt die Gewichte weggeräumt. Ne? Einer muss ja was. Das war für euch. Ja, mit dem Dehnen, das haben wir schon erklärt. Das ist wirklich. Ich kann mich selber dehnen, klar, auch bis zu einem gewissen Rahmen, aber manche Sachen sind einfach unpraktisch. Ne? 130 Kilo, muss man einfach so sagen. Ja, es ist schon ganz schön gemütlich. Selbst bei 90 Kilo habe ich keine Motivation. Wenn mich jemand dehnen würde, glaube ich, hätte ich die. Das ist die nächste Sache. Wer die alten Videos von Dennis McCarver kennt, der ist extra, der hatte wirklich extra nur reine Behandlungen oder Einheiten, wie man es nennen will, zum Dehnen. Der ist hingefahren zu seinem Masseur oder was auch immer, zu seinem Physiotherapeuten, der ihn nur gedehnt hat eine halbe Stunde. Ne? Ja, zumal das also, beim Profisport eigentlich gang und gäbe ist. Also ja, Fußballer, ja, Basketballer. Genau, logisch. Ist ja auch alles verletzungsvorbeugend, ne? Und der war ja auch mega beweglich, ne? Der hatte, keine Ahnung, Handstand, einen Scheiß gemacht, also Wahnsinn. Und der wog ja auch 140 Kilo oder sowas, ne? Also das sieht man ja bei vielen von denen, ne? Das war ja nicht nur Kai Flex Green Wheeler, sondern, ja genau, die haben ja alle Spagat. Ja. Ronnie Coleman hat einen Spagat auf der Bühne mal gemacht, das wusste ich echt? Gar nicht. Ja. Das wusste ich auch nicht, ne? Der hat 1999 oder 2000 mit seiner Masse einen Spagat hingelegt. Ja, und das bedarf halt einfach diese Regelmäßigkeit beim Dehnen, ne? Ja. Das ist extrem wichtig. Aber ihr verwöhnten Profisportler habt ja eh nichts anderes zu tun. Das stimmt. Das war jetzt ein Kommentar von mir mal dazu. René Reisner, zu einem der Supplement-Videos von dir, wo du deinen Sponsor vorgestellt hast. Ha! 1 Euro schon zu viel. Er redet von fast 300 Euro für nix. Liebe Grüße. Was für 300 Euro rede ich denn? Wahrscheinlich hat er mal zusammengerechnet, was dieses ganze Paket, das du ausgepackt hast, gekostet hat. Ach so. Und ich glaube, das ist so ein typischer Supplement-Hater, von denen gibt es eine ganze Menge. Ja. Sobald du was über Supplements gab, gibt es diese Hardliner, stimmt, die sagen, das bringt alles gar nichts und das wäre richtig gelesen. Betrug. Die gehen sofort die Decke hoch. Ich glaube, da hat mich auch noch einer angegriffen, weil er gesagt hat. René Reisner schlägt nach. I nix wert, das ganze Zeug. Besser Synthol, was dein Freund immer nimmt. Mit legale Sachen brauchst voll keine Werbung machen. Ist für nix. Liebe Grüße. Ja, liebe Grüße an Max, der macht's richtig, ne? Ja. Also Supplemente weglassen, dafür sind hohl. Ja, aber René Reisner schlägt nochmal nach. Achtung, du hattest, glaube ich, einen Dialog mit ihm, einen kleinen. Und dann schreibt er wieder zurück. Du bist so ein super Pro, wie gewisse andere Jungen. 130 Kilo. Und solche Würmer gegen richtige Pro, ihr auf unserer Bühne, eine offene zu lachen, du super Pro. Hi, kannst Bikini-Klasse starten mit deinem Kumpel Matzen. Hi. So. Muss man erstmal verstehen, die ganze Rechtschreibung und Grammatik, ne? Ja, aber wir wollen uns hier nicht darüber lustig machen. Darum geht's nicht. Ich finde, er hat schon was getroffen. Beim Neuen bist wieder 2 Jahre, den Wechsel wieder mal, brauchst eh nichts sagen. Interessiert eh keinen, mich halt nicht. Liebe Grüße. Hör nächstes Mal richtig zu im Video, mein kleiner Keyboard-Warrior. Das ist deine Antwort gewesen. Ne? Ich werde euch jetzt mal hier den Dialog. Hör nächstes Mal richtig zu, mein kleiner Keyboard-Warrior, bevor du kommentierst, ein lachendes Smiley. Er antwortet, bin kein Keyboard-Warrior, sondern ein Pro, um genau zu sein. So wie viele. Und die, was eh nie was erreichen werden. Aber Pro seid ihr, das ist eine Hauptsache. Bravo, hui. Vor allen Dingen,
wen spricht der ganze Zeit mit ihr an? Wie viele Profis gibt es denn in Deutschland? Was ist das jetzt für ein... Du bist Pro, ich bin Pro, ich bin aber mehr Pro. Ja. Was ist das für ein... Das sind diese Warrior, die sind echt geil. Also ich würde echt gerne mal wissen, wie der aussieht. Ja. Du zeigst dich hier, das muss aber nicht, ne? Du hast auch geschrieben, René, du bist Sicherheit ein Top-Pro, du bist der König der Profis im Internet beim YouTube-Kommentieren, das war's aber auch. Ach ja. Vielen Dank trotzdem für die Kommentare, wie auch oft das geschrieben wird für den Algorithmus. Stimmt. Mhm. Achso, ja. Ja, man muss ja überall seinen Vorteil noch rausziehen, ne? Ja. Aber solche Leute, wie du schon gesagt hast, die können gerne mal auf Fibo vorbeikommen. Und können wir quatschen. Ja, und das ist jetzt kein, nicht, dass man die hinterher wieder vor, oh, jetzt will er sich prügeln oder ach, Quatsch, kommt mal vorbei, kommt zum Schlagen. Das machen wir, wenn die Kamera aus ist. Mhm. Die läuft nee, die ganze Zeit durch. Einfach mit solchen Leuten reden, weil die würden, so, wenn ich jetzt jemanden scheiße finden würde oder keinen Bock auf den hätte, dann würde ich mir doch nicht die Mühe machen, da noch irgendwas drunter zu sagen. So, ich weiß nicht, so viel Langeweile habe ich einfach nicht. Ne? Zumal die Definition von Scheiße finden, geht mir hier so ein bisschen abhanden. Weil wenn jemand einfach irgendwas sagt, was seine Meinung ist, den Film finde ich toll oder den Sport finde ich toll oder so. Für mich ist jemand, der scheiße ist, jemand, der unmoralische Sachen macht. Jemand, der vielleicht tatsächlich irgendwas sehr Diskriminierendes macht. Jemanden, was weiß ich, zusammenschlagen, das filmen will. Keine Ahnung, das sind für mich noch Scheißtypen. Aber wie weit die auf die Palme gehen, wenn du nur Supplements vorstellst. Zumal, ich habe ja, das ist ja auch die nächste Sache, ich habe ja nirgends so im Supplement-Video gesagt, ey, das müsst ihr nehmen. Ich habe vorgestellt, dass mein neuer Sponsor ist und welches Supplement ich bekommen habe. Ich habe ja nicht was gesagt, das braucht ihr, das macht Sinn, das macht keinen Sinn. Ja? Kein Verkaufsmist oder so. Und es ist ja auch jeder, das habe ich auch noch in der ganzen Frage beantwortet, da wurde ich auch mal ganz oft gefragt, jetzt zuletzt, seitdem ich jetzt neu bin bei MP, ja, was sind denn Must-Have-Subs? Ich sage, gibt's keine. Ja, das sind dann schon zwei Videos. Seitdem ich mit dir hier die Videos mache, hast du das schon zweimal erwähnt. Ja, das stimmt. Viel ernähren immer wieder, viel also Synthol, hast du gesagt. Genau. Ja, so dieses Must-Have, es gibt aber Supplements, deswegen heißen sie auch Supplemente. Ne? Must-Have gibt's nicht. Es gibt aber Basics, die ich empfehle, die ich auch damals schon mit 16, 17 genommen habe, wie Kreatin, Whey und sowas. Ne? Das würde ich jetzt als Basic-Subs nämlich jeden empfehlen würde, der, sage ich mal, einen entsprechenden Geldbeutel oder noch übrig hat. Ne? Zumal es auch schwer ist, allgemeine Empfehlungen zu machen, weil ich würde sagen, für Pros... Das habe ich auch noch erwähnt. Ja. Es gibt ja zig Gesundheitssupplemente, die man benutzen kann, um gewisse Werte zu pushen. Ne? Ob es Blutfettwerte sind, ob es die Nierenwerte sind, einfach um die ein bisschen ein positives Licht zu rücken oder ein bisschen positiven Einfluss drauf zu erzeugen. Das braucht vielleicht ein Otto-Normalverbraucher halt gar nicht. Ne? Genau, bei das ist es. Ne? Das du bist ein 130 Kilo Profi-Bodybuilder im Leistungssport, ständig Muskelkater und ständig zerfetzt deine Muskeln. Es geht ja bei mir darum, alles zu perfektionieren. Währenddessen es beim Anfänger darum geht, erstmal anzufangen und überhaupt die Basissachen richtig zu machen. Ne? Ja, und das ist natürlich kein 75 Kilo. Ich bin seit einem Jahr im McFit-Typ, der das gleiche konsumieren muss wie du. Ist klar, das musstest du damals auch nicht. Gibt es natürlich auch trotzdem Leute, ne? Die finden es halt einfach geil, dann sollen sie es auch machen. Es gibt Leute, wie du jetzt gesagt hast, ich kenne Leute, die wiegen 70, 80 Kilo, die hauen sich Supplemente jeden Monat im Wert von 500 Euro rein. Ne? Ich fände es cool finden, ich meine, du zelebrierst es ja auch, hast du gesagt, mit den Supplementen. Tatsächlich, ne? Aber ich muss auch sagen, ich habe einen Teil Trophologie mitstudiert man kennt sich ein bisschen aus und man hört es nicht gerne, weil die Leute auch so dagegen sind, weil sie dieser Industrie nicht mehr trauen. Das ist ja alles dann Beschiss und nicht mehr hinhören. Aber Supplemente ist eigentlich eine tolle Errungenschaft, um Nährstoffe zu trennen und eigentlich nur die positiven zu nehmen. Ich sage ja zum Beispiel, jemand, der nicht gut essen kann oder nicht auf seinen Eiweißbedarf kommt, der trinkt einen Whey-Shake, ist auch praktisch. Und er nimmt ein paar ERAs dazu. Einfach, ne? Ja. Das sind ja so Kleinigkeiten, da fängt es ja schon an. Das ist so das Klischee, wenn die Leute draußen sich nicht auskennen, wenn jemand 10 Eier nimmt, weil die sind ja natürlich, ne, dann ist das okay. Dass da aber eine ganze Menge tolle Stoffe drin sind, ja, definitiv, absolut, die Proteine, aber auch eine ganze Menge Miststoffe, wenn du jeden Tag 10 Eier nimmst, dann sind da Stoffe drin, dein Cholesterin würde sonst wohin gehen, die sind nicht gut. Und was jetzt die Supplement-Industrie oder beziehungsweise die Wissenschaft, nennen wir es mal die Wissenschaft, was die irgendwann macht, ist, die erkennen das, die sehen die ganzen Nährstoffe da drin, wobei die nehmen jetzt bei den positiven Eiern, da raus. Bin ich da so ein bisschen zwiegespalten, also beziehungsweise bin ich so ein bisschen anderer Meinung, das mit dem Cholesterinwert, das ist eher so, wie sagt man, das ist noch so dieses Oldschool-Gedenke. Ach so, vor allem ist es hauptsächlich nicht, wenn du nur 10 Eier am Tag nimmst, wenn du natürlich ganz viel andere Sachen nimmst oder so. Aber was ich damit nur sagen möchte... Die Menge macht natürlich das Gift sowieso. Eben, immer. Logisch, und es gibt in jedem Nährstoff welche, die du nicht haben möchtest. Selbst in Kartoffeln gibt es tolle Proteine, aber du willst vielleicht nicht ganz so viel Kohlenhydrate. Und die Wissenschaft geht jetzt her, zersetzt das und sagt, was möchtest du haben. Ja. Das ist so, wie wenn man dir einen Wagen auseinander nimmt und du kannst dir aussuchen, was du möchtest. Ja. Und musst nicht den Lack nehmen und die Karosserie oder sonst was. Und das so zu verurteilen,
ist schon etwas seltsam und befremdlich, ja, wenn man sich damit auskennt. Aber naja. Und das ist das Effektive, weshalb die unheimlich gut sein können. Vor allem, wenn man weiß, wie man sie einsetzt. Ich glaube, du hast es mal empfohlen. Intra-Workout-Shake. Da nimmst du natürlich keine zwei Eier, die du dir in ein Glas tust, wie das Sylvester genau Stallone. Ja, ja. Dann würde dein ZNS kaputt gehen und das wäre auch nicht so gesund, wenn du dann noch trainierst. Wahrscheinlich kotzt du dann während des Trainings gerne. Das ist halt so, das sind so Sachen. Man kann sich einfach durch gewisse Supplemente einfacher gestalten. Ja. Und dann macht es tatsächlich auch viel aus, wenn man aber schon in den oberen Regionen ist. Ich habe es ja mal im Vergleich mit einem Formel-1-Wagen. Ja. Man könnte jetzt sagen, mein Fiat Panda wird von dem Kotflügel, den ich einen Zentimeter nach oben mache, sicherlich nicht viel schneller. Ja, wird er nicht. Aber ein Formel-1-Wagen, da kannst du den Unterschied zu einer Weltmeisterschaft machen. Und dafür geben die Millionen aus, um per Millimeter zu ändern. Und das ist eben dann schon der Fall, wenn man auf einer Probühne ist, wenn man in dieser Gewichtsklasse ist. Wir haben natürlich auch gesagt, das haben wir auch schon im Video erwähnt, Supplemente ist wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Teil. Was haben wir gesagt? 5%, aber ich glaube, man kann es gar nicht so, so betiteln, nicht so, weil es ist ja das Ganze. Ne? Ich meine, das wäre, wenn man dich fragt, wie viel Prozent macht denn die letzte Mahlzeit aus? Ja. Würdest du nie unterteilen. Oder immer diese Frage nach, wie viel Prozent Training, wie viel Ernährung? Ja, es war ja nur jetzt, die Antwort war jetzt nur grob gegeben, damit die Leute ungefähr eine Relation haben und nicht denken, boah, hier, ich habe keine Supplemente oder auch der ist Profi und seine Supplemente machen 50% aus. Ja, das ist natürlich nicht der Fall. Absolut nicht. Also, wie gesagt, man braucht jetzt keinen Quatsch erzählen. Es gehört alles irgendwie zusammen, und wenn man es so sagen müsste, aber eigentlich, glaube ich, müsste man mal von diesem Denken wegkommen und sagen, das Gesamtpaket muss stimmen. Und wenn du davon irgendwas nicht verstehst, bist du auch einfach noch nicht so weit. Das ist auch das, was du, glaube ich, immer wieder erwähnst, zu diesen Stofffragen und Plänen. Wenn du nicht einmal weißt, was du machst und was das bedeutet, lass es erstmal. Das kam heute schon wieder mit Sicherheit 10, 15 solche Fragen. Ich habe denen dann auch wirklich privat nicht geschrieben. Ich sage, lass es lieber, weil du ruinierst ja einfach mehr, als du dir irgendwas Positives erschaffen kannst. Ja. Weil du wirst keine bessere Form rausholen, wenn du jetzt schon Probleme hast, so nach dem Motto, du hast die erste Injektion gemacht und bist schon halb am Abnippeln und weißt du, die hast und weißt überhaupt nicht, was du da reintust in deinen Körper. Ja, ne? Genau solche Sachen. Nun ja, ich wollte mal zwischendurch auch was Positives hier verlauten lassen, damit du mal ein bisschen aufgemuntert wirst nach all den Fragen. Hakan sagt, du bist einfach ein krass sympathischer Kerl. Vielen Dank. An dieser Stelle muss ich allerdings sagen, ich arbeite jetzt mit dem Kevin schon so lange zusammen und er ist nicht nur frauenverachtend, sondern er furzt ja auch noch und das auf seine eigene Freundin. Also eigentlich, Hakan, stimmt das nicht so ganz, was du da schreibst. Du müsst mal hinter den Kulissen gucken. Hat sie es dir eigentlich verziehen? Ach. Manche fragen ja auch, war der echt? Der war richtig echt, ne? Das schneiden wir raus, oder? Nein. Die ist gewohnt, sagen wir es besser so. Ja, also das ist nicht mehr ein sympathischer Kerl. Ne? Was ist das denn für ein Titel? Massemonster. Hahaha. Und dann so ein Smiley mit Tränen in den Augen. Wo ist das Massemonster? Markus Rühl wieder am Start. Also du bist kein Massemonster. Ja, weil ich doch kein Markus Rühl bin. Das ist entweder das, aber ab wo würdest du sagen, geht Massemonster los? Also ab 160 aufwärts, würde ich sagen. Dann sagen wir einfach am Markus Rühl halt. Dann haben wir halt keinen. Ja, ja, gut. Oder ja, Thor Bjornsen oder so, das sind dann die Massemonster. Ja, stimmt, ne? Ja. Das heißt, eigentlich solltest du auch wieder in der niedrigen Klasse antreten, finde ich. Die Massemonster-Klasse, da wirst du schnell hinkommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Bock drauf habt, sowas weiterzusehen, lasst es in die Kommentare da, also schreibt es in die Kommentare rein, lasst einen Daumen nach oben da. Wer mich supporten will, gib mal 10 auf Smilodogs oder auch Kevin10 bei powerstage-germany.de. Dass du immer diese Werbung reinhauen musst, ey. Du bist so eine Werbehure. Ich bin so eine Werbehure, wie wir es gerade schon gesehen haben in den Kommentaren. Das ist Geld regiert die Welt. Und alles für den Fame. Alles für den Fame.